Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute in der neuen Lagerhalle 4 der Salzwerke in Heilbronn. Und ich flüstere nicht deswegen, weil die Stimmbänder versagen, sondern weil hier ein riesiges Echo entsteht, wenn man laut spricht. Und das macht auch die Dimensionen dieser Halle mal deutlich. Wir haben hier eine Höhe insgesamt von 29 Metern bis zur Kuppel. Die Durchmesser dieser Rundhalle, die betragen 45 Meter. Und im Endeffekt können hier dann 25.000 Tonnen Salz gelagert werden. Man befindet sich gerade in den letzten Zügen, bis dann diese Anlage, die insgesamt 3,3 Millionen Euro gekostet hat, in Betrieb genommen werden kann. Und auch von außen, das sieht man in unseren Luftbildern, ist das schon ein ganz, ganz spektakulärer Bau, der hier direkt am Neckar entstanden ist. Also es gibt Bauprojekte, die laufen sowohl im Zeitrahmen als auch im Budgetrahmen, wie das hier der Fall war. Es gibt natürlich auch umstrittene Bauprojekte. Und da haben wir ja den Fall in Öhringen gehabt. Die werden erst dann natürlich kontrovers diskutiert, wenn auch die Medien, in dem Fall die Lokalzeitung, die Hohenloher Zeitung, darüber berichten. Jetzt hat man von Seiten der Firma den Antrag auf den Bau eines umstrittenen Hochregallagers zurückgezogen. Das sorgt natürlich einerseits für Freude bei den Gegnern, für Frust bei denen, die dahinter standen, weil man jetzt auf Öhringer Gemarkung ein neues Gelände suchen muss. Aber eins ist auch klar, in der heutigen Zeit geht es nicht ohne Bürgerbeteiligung. Vielleicht manchmal auch Bürgerabstimmungen in Wien-Schwieberdingen, wo über ein Porsche-Werk nachgedacht wurde und auch darüber abgestimmt wurde. Denn wenn man solche Projekte durchziehen möchte, dann braucht es Transparenz und offene Debattenkultur. Und da tut sich der eine oder andere manchmal eben doch etwas schwer. Spektakulär verlief auch der Bau dieses Projektes. Da schauen wir uns mal ein paar Archivbilder an. Nämlich, da sind 16 riesige Teile zusammengefügt worden. Das Ganze von einer Firma aus der Region, der Firma Schafitzl aus Schwäbisch Hall. Für die war das auch Neuland, so einen Rundbau in dieser Art und Weise zu machen. Das war auch nicht ganz ohne Risiken behaftet, aber am Ende ist alles gut gegangen. Ja, und diese Halle, die hat natürlich eine Riesenkapazität. Wir haben es gesagt, 25.000, aber es ist die Halle 4. Wir sind also insgesamt hier bei drei anderen Hallen. Jetzt sind wir gerade in der Lagerhalle 3 angekommen. Diese Lagerhalle 3, die hat 65.000 Tonnen an Salz, die man hier lagern kann. Und in den anderen beiden nochmal 4.000 und 6.000. Das heißt, insgesamt kann man also 100.000 Tonnen Salz künftig hier lagern. Das ist schon eine imposante Menge und natürlich auch eine Investition in den Standort und für die Region. Apropos Region, da war natürlich am Wochenende der Regionaltag in Heilbronn. Riesenandrang, sicherlich trotz und auch wegen der Buga, aber viele Menschen, die diesen Regionaltag in der Innenstadt genutzt haben und wo auch nochmal klar wurde, was diese Region braucht, damit man auch zukünftig erfolgreich sein kann. Da geht es um Zusammenhalt und um Zusammenkämpfen, wenn es um die Themen Bildung, Klima, Verkehr, aber auch um die Sicherung des Standorts für die Automobilindustrie geht. Dann hilft nicht Kirchturmsdenken und da kann nicht jeder für sich selbst hinwurschteln, das muss man gemeinsam machen. Und dass es diese Bürgerinitiative gibt, diese Pro-Region, das ist ja in 1997 entstanden und zu verdanken einem Forum der Heilbronner Stimme, das der damalige Chefredakteur Wolfgang Bog moderiert hat, mit Reinhold Wirth und mit Frank Stroh. Die trafen sich dort zum ersten Mal und da entstand die Idee für Pro-Region. Und sie ist aktueller denn je. Wenn Zukunftsfragen gelöst werden müssen, dann geht es nur mit einer gemeinsamen Stimme in einer gemeinsamen Region. Also wie spektakulär die Dimensionen sind, das merkt man, wenn man sich hier oben auf dieser Brücke entlang des Förderbandes bewegt und eine ganz besondere Perspektive über den Hafen erhält. Nach unten sollte man nur dann blicken, wenn man einigermaßen schwindelfrei ist. Und dieses Förderband, das ist 40 Meter lang und es kann pro Stunde 300 Tonnen Salz von der Lagerhalle 3 in diese Lagerhalle 4 dann hinein befördern. Da sieht man schon mal, was das bedeutet, wenn die ganze Anlage laufen würde. Und wenn man dann noch mal einen Blick auf diese neu gebaute Halle wirft, dann sieht man auch die Abdeckplane, die hier extra angebracht wurde. Es darf ja natürlich überhaupt keine Feuchtigkeit, kein Wasser auf dieses Salz hineinkommen. Und dann sind auch noch mal ganz schön die Dimensionen erkennbar, nämlich 1500 Kubikmeter Beton wurden verbaut für diese neue Halle 4. Und noch dazu rund 200 Kubikmeter Holz. Also auch das war eine ganz spezielle Konstruktion, die man hier erstmals umgesetzt hat. Und auch da sieht man, wenn man Neues wagt, dann kann man auch ganz Besonderes erzielen.
Wichtig ist natürlich in diesen Tagen auch immer die Frage der Nachhaltigkeit und der Transportwege. Und da ist natürlich der Neckar ein Thema, das immer im Mittelpunkt steht. Wir sehen das hier im Hintergrund auch bei der Reederei Schwaben, wo gerade ein Schiff befüllt wird. Das Salz, das also hier eingelagert wird, das wird dann abtransportiert über den Neckar und nicht über die Straßen. Auch das ist natürlich ökologisch wichtig. Und bis zu 2000 Tonnen Salz können hier auf ein Schiff draufgeladen werden. Und im Augenblick läuft gerade die Befüllung von diesem Schiff. Also auch da ist einiges im Gange. Und die Salzwerke haben ja nicht nur hier ihren Standort, sondern sie bieten ja auch ein Besucherbergwerk an. In Bad Friedrichshain können wir auch mal ein paar Archivbilder zeigen. Wirklich außergewöhnlich, da lohnt sich ein Blick unter Tage allemal. Und das nutzen natürlich auch viele Touristen in der Region. Und umso mehr ärgert man sich da natürlich über einen Film, wo man dann doch sagen muss, da war die Recherche eben nicht so, wie man sich das vorstellt, dieser SWR-Film, in dem es ja darum ging, dass in Untertage mit der Befüllung von Restmüll oder mit giftigen Substanzen Heilbronn sozusagen ein Super-GAU drohen würde. Das wurde schon sehr reißerisch aufgemacht. Und alle Experten, die sich damit auseinandersetzen, die sagen gerade das Gegenteil. Und auch da gilt natürlich, ein Faktencheck macht allemal Sinn, bevor man da allzu tendenziös und reißerisch agiert und die Menschen in Angst und Panik versetzt. Denn das ist nicht immer das Gebot der Stunde, sondern Sachlichkeit und Fairplay. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.